Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Halfway, wo wir jetzt auf das Kommandodeck Weapon Storage 1 gehen werden. Wir dürfen 4 Units mitnehmen, wir müssen Sam auf jeden Fall mitnehmen, wir werden Nia wieder mitnehmen und wir haben jetzt einen vernünftigen Platz wieder frei, wo wir mal die Jenna mitnehmen werden. Diese Leute werden wir erstmal deployen und dann gucken wir mal, was ist denn... Ah, es ist schön und ruhig hier. Was wir hier finden werden... Achtet auf die Waffensymbole. Jetzt haben wir einen Switch schon mal aktiviert. Ah, schön. Ja. Bestimmt mit jeder Waffenbox kriege ich einen Jump ab. Okay, 17% Trefferchance oder 75. Schön verfehlt. Müssen wir jetzt so versuchen. So, was waren die Schilde? Oh, der hat nur das Snipergewehr in der Hand. Jetzt habe ich 3 Sniper da stehen. Und Waffe leer. Okay, tot. Auch tot. Nächster tot. Oh, es sind noch 2. Natürlich verfehlt die junge Dame. Aua. Und tot. So, du hast noch volle Schilde. Und du wirst jetzt mal eben die Gatling nehmen. Dann die Dame da oben hin. Und trotz hoher Treffsicherheit kein Schuss mehr abgefeuert. Das kann er ja gerne machen. Na komm, Feuer frei. Sehr schön. Nämlich total für den Arsch. So, ich glaube, das waren erstmal alle. Okay, du hast kein Health Pack dabei, warum auch immer. Hab ich das schon benutzt? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Vor allem ist da eine Fleckgun drin, ey. So ein Blödsinn. Ja, noch größeres Blödsinn ist, dass hier lauter Granaten drin sind und ich muss die eh direkt benutzen. Genau, paralysier den mal. Na, weg. Den Schaden auf den machen. Ah, ich wünschte, er hätte besser getroffen. So, jetzt wird der mich ein bisschen verletzen. Immer hat er nur einmal getroffen. Oh, und es kommen auch noch Gegner. Es gibt da noch mehr. Stirb. Danke. Ein Traum wird wahr. Wie viel Schaden macht er auf der Distanz? Na, immerhin. Und nochmal so ein. Danke. Jetzt haben wir noch eine Runde Zeit, den auszuschalten. Es werden noch andere um die Ecke kommen. Boah, das Spiel hat echt... Im Schwierigkeitsgrad ist es ganz schön angestiegen mit der Zeit. Gut, der ist tot. Egal. So, sollten noch Gegner kommen. Au. Töte ihn. Jetzt aber. Lohnt sich wenigstens nachladen. Oh, es ist wirklich nach jeder Kiste kommt ein Jump. Gut hingekriegt. Man sollte direkt die Waffen, die man findet, nutzen. So, mein Freund, du kannst erstmal wieder die Standard-Sniper nehmen. Ja, es kommt wieder ein Jump. Toll, ein Turrent. Ist das wirklich der einzige Gegner? Nee. Kann man nicht sehen, 47% Schaden, Trefferchance,
Ist auch ein bisschen doof. Vor allem, da habe ich 57 rechts. Und treffe den nicht. Warum ist mein Pack eh voll? Ja, du bist auch der Einzige, der im Moment gesehen werden kann. Guter Sam. Sehr gut. Töte ihn. So geht das richtig, mein Freund. Genau so, nicht anders. Oder so. Ah ja, natürlich triffst du mich, Arschloch. So, Nier geht mal da vorne hin. Weil voller Schutz in zwei Richtungen. Oh. Wozu stellt man Leute in die volle Deckung rein? Das ist total egal, man kriegt eher auf Fresse. Kannst du ihn töten? Nein. Immer ein kritischer Schaden von 14. Aber auch keine Munition mehr. Und Sam könnte jetzt echt Probleme kriegen. Aber es wird zum Glück Nia beschossen. Sam, geh mal bitte darüber. Du musst aus der Schusslinie raus. Ich wünsche, ihr könnt den sehen. Die Sniperwaffen sind schon praktisch, aber sie kosten einfach unglaublich viel Munition. Dann trefft ihn wenigstens. Danke. Du bleibst da immer noch stehen, bitte. Gut, erster ausgeschaltet. Wie sieht's aus bei Sam? Dem seine Schilde sind wieder aufgeladen. Gut, dann kann Sam sich da wieder hinstellen. Es hat auch Leben gekostet, Penner. Da kann die den nicht sehen. Ich glaube, ich bin hier auf der Arschplanetkarte gelandet. Dann geh dahin. Ich hoffe mal, die kann jetzt nicht von rechts angeschossen werden. Toll. Gut, dass Sam seine Schilde aufgeladen hatte.
Oh. Genau, lass doch mal alle drauf schießen. Oh, Sam könnte sterben. Aber es schießt zum Glück nicht auf mich. Nier, der hat noch 5 Schilde. Sam hat gar keine mehr. Morten hat wenigstens noch... Ja, die Schilde voll gehabt. Schlechter Winkel, um den anzugreifen, oder? Aber er hat Sam jetzt noch die Chance, den auszuschalten. Naja, oder auch nicht. Fehlte wohl noch 1 oder 2 HP. Ach, jetzt hat er die Schilde auch wieder. Kassier mal von dem den Schuss eben. Sehr gut. Oh. Wie sieht's aus? Wem soll ich das noch geben? Na, Jenna kann noch Stimpaks wenigstens benutzen. Haben wir noch irgendjemand, der ein Health Pack hat? Gib das mal zu Morten. So, wir haben noch 3 Off-Container zu öffnen. Positionieren wir uns mal. Hier oben ordentlich. So, was ist hier drin? Öffne den Container. Oh, ist echt bei jeder Scheißbewegung hier. Du hast noch 2 Schuss übrig, also muss der erste schon mal sehr gut sitzen. Ha! Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Trifft der Freund wenigstens. 34% ist mir zu wenig auf der Distanz. Zehn Schaden. Tot. Treff doch mal einfach sofort. Und warum gehen die Nahkämpfer weg? Oh. So, du wirst erstmal paralysieren. Dann nutze eine Granate. Danke. Dann töte den. Sam, töte den.
An den komme ich gerade nicht ran. Der steht ja paralysiert da in der Ecke. Scheißdreck nochmal, ey, komm. Ach, du bist auch die Einzige, die ihn gerade sehen kann, ne? Ne, sie kann ihn von da auch nicht sehen. Von überall. So wie sie wollen. So, du lad mal eben nach. Unglaublich. Danke. Jetzt ziehen wir nämlich mal alle zurück. Wann müssen sie kommen? Die KI ist ja nicht die hellste. Jetzt liegt's an dir, aber du kannst doch bestimmt noch ein... nicht verfügbar. Ach, weil der ist nicht sichtbar. Und wenn ich dahin gehe, dann kann ich den töten, das ist gut. So, jetzt müsste es noch einen Nahkämpfer geben. Komm doch, wenn du dich traust. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Da ist er. Tot. Das sollte es gewesen sein mit denen. Du hast schon keine Munition mehr. Dann gib mal Munition an Morten. Wir haben jetzt schon so wenig, dass ich das nicht so verbrauchen sollte. So, die Fleckgun geht mal zu Nia. Nia hatte vorhin eine Tanksuit. Ja, stellen wir den mal einfach dahin, ne? Und? Traum. Vor allem, da waren jetzt Sniperwaffen drin. Aber ich habe ja allen schon Sniperwaffen in die Hand gedrückt. Ja, da kommen jetzt nämlich die Dicken. Was gar nicht mal so schlimm ist, denn ich kann den paralysieren. Dann hängt er erstmal fest. Kann der den sehen? Nein, natürlich nicht. Macht aber nichts, weil wir können ihn ja auch hier hoch schicken. Und er kann ihn immer noch nicht sehen. Ja, da ist mich immer noch... Ah, da oben ist noch einer. Scheiße. Treff den. Na komm. Tot.
Genau, setz dich mal da rum. Und verfehl ihn. Beste ist, dass er da einfach stehen bleibt, was nämlich total beschissen ist von der Positionierung für meine anderen Sniper. So, jetzt habe ich den im Visier von allen. Oh, nicht sterben. Kannst ihn wieder paralysieren. Eine Runde Cooldown noch. Wir waren zu schnell mit dem anderen. Aber ihn kann ich nicht sehen von da aus. Dann geh du mal dahin. Morten, du musst aus der Schusslinie. Genau, du Penis. Lad mal deine Waffe nach. Du bist fällig. Ach, vor allem... Weil wir dich jetzt paralysieren können, du Arschloch. Da kriegst du erstmal eine volle Granate ab. Ich brauche keine Angst mehr vor dir zu haben. Weil du bist eh noch Moose. Morten, willst du ihn erledigen? Ah, du hast Blut geleckt. Okay, das sieht alles hier ein bisschen danach aus, als wenn wir... Klasse A2, Standard Laserwaffe. Ich weiß nicht, ob von da unten überhaupt einer nach oben gucken kann. Was hast du für Waffen inzwischen dabei? Gar keine sonst. Dann bekommst du jetzt noch eine Flakgun. Schwul. Weil ich sehe keine Feinde. No enemies? Okay, Sam kann den Kleinen sehen. Da haben wir auch noch einen. Paralysieren ist im Moment nicht verfügbar. Aber jetzt wieder. Das ist echt kacke. Oh. Will er mich ver... Boah, so Schlampen einfach. Echt, ey. So, er kann den da nicht sehen. Das ist schon mal der erste Fehler.
du bitte dein Sniper-Gewehr nehmen und direkt erstmal verfehlen. Danke. Ey, haben die 100% Treffsicherheit? Die wollen mich doch mal voll verarschen, oder? Verdammte Hacke nochmal, ey. Jetzt bin ich mal gespannt. Schön, dass die jetzt mal verfehlen. Gibbet nicht. Ich zieh die aus der Sichtlinie raus und werd einfach nur gefickt. So, nachladen. Ist der schon mal tot? Du bitte auf zurückschießen und dich schützen wir mal nach hier ganz hinten. Und lad mal bitte auch dein Snipergewehr nach. Ey, ich muss die andauernd zurückziehen, also jetzt. Weil die einfach die Cheater-Fabrik sind, oder was? Töte ihn. Unglaublich. Unglaublich. Und ob wir es schaffen oder nicht, das sehen wir leider erst beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Halfway. Bis dahin, ciao, euer Doc.